Hallo, ich bin's wieder, die Katja aus dem Aquafit und heute habe ich euch mitgebracht den Mondgruß, weil 2020 ist das Jahr des Mondes und ja, meine Teilnehmer haben schon den Mondgruß kennengelernt und die einen lieben ihn, die anderen suchen noch nach der Liebe, aber ich liebe ihn mittlerweile auch, er bringt so eine schöne Wärme von innen und ist super gegen schlaflose Nächte. Er wirkt wunderbar beruhigend. Der Mond ist dem Yin zugeordnet und ja, spürt mal eure Yin-Energie. Yang haben wir im Alltag viel zu viel und lasst uns das mal mit dem Yin ausgleichen. Ihr werdet mich jetzt von hinten sehen, dass wir so gemeinsam in dieselbe Richtung gehen und ich werde es erst langsam erklären, einen Durchgang etwas schneller zeigen, aber je langsamer, desto mehr genießen, desto mehr reinfühlen und ja, das liebe ich so. Okay, kommt mal an die linke Seite eurer Matte. Ihr könnt hier gern mit Blöcken oder Büchern. Zu Hause gehen Bücher aus, richtig schön dicke Bücher, gehen super, um die Arme ein bisschen zu verlängern. Okay, wir starten mit einem hüftbreiten Stand und atmen ein. Gerne die Hände zusammenfalten, die Zeigefinger nach oben. Einatmend nach oben. Drücke deinen linken Fuß fester in den Boden, sodass die rechte Ferse sich sanft abhebt und neige deine Arme leicht nach rechts. Komme zurück und mit dem nächsten Ausatmen neigst du dich nach links und drückst dabei deinen rechten Fuß fest an den Boden. Einatmen, komm zurück, Arme tief. Atme ein, mach einen Schritt nach rechts in eine weite Grätsche. Setze dich in eine Kniebeuge und hier ist es wichtig, schließ die vordere Rippenfront nach innen. Zieh leicht die Ellenbögen nach hinten und streck die Arme wieder. Bringe den linken Fuß diagonal nach vorn, den rechten auch. Den Bauchnabel wieder nach hinten und dein Becken, das schiebt nach links, während dein rechter Arm nach vorne zieht. Hier kommen die Blöcke. Stütz dich ab, linke Hand an die Schulter und öffne deine Körperfront. Prima. Du magst den Arm mit nach oben, zieh die Schultern weg von den Ohren und streck die Arme auseinander. Von hier aus hebe, oder beuge zumindest erstmal dein rechtes Knie, hebe die linke Ferse an, nimm beide Blöcke, stütz dich ab, strecke beide Beine. Ein Ausfallschritt vorbeuge und auch hier spreiz die Zehen. Bring den rechten Großzehballen in den Boden und trotzdem schiebst du deinen rechten Gesäßknochen nach hinten. Als würdest du hier ein Gummiband festhalten und da ziehst du es auseinander. Wunderbar. Ausatmen. Bring dein Knie, das linke, zum Boden. Schritt eventuell etwas vergrößern. Die Hände zum Himmel, lass uns fröhlich sein und sinke mit dem Becken nach vorne. Zieh die Arme auf Ohrenhöhe und atme tief in deine Rippenbögen ein und aus. Bring die Arme wieder tief. Greife die Blöcke, hebe dein linkes Knie an. Über die Ferse drehst du dich nach links, zurück in eine weite Grätsche. Rechtes Knie beugen. Die Ferse kann mit nach oben. Linker großer Zeh zeigt nach oben. Und je mehr du jetzt dein Herz auch so ein bisschen nach rechts verdrehst, desto schöner wird die Dehnung hier in deiner linken Oberschenkelinnenseite. Wir wechseln die Seite. Großer Zeh nach oben. Oberkörper aufrichten. Dreh dein Herz etwas nach links. Spüre diese Aktion in deiner Oberschenkelinnenseite. Oh, wie schön. Komm zurück in die weite Grätsche. Hebe die linke große Zehe an. Klettere nach links. Rechtes Knie zum Boden. Die Hände zum Himmel.
tief. Greife mit den Blöcken. Hebe dein rechtes Knie an. Und komm in die Ausfallschritt-Vorbeuge. Auch hier wieder. Der große Zehball drückt in den Boden und die Gesäßhälfte schiebt nach hinten. Brustkorb hebt stolz an. Genieße die Dehnung. Prima. Beuge dein linkes Knie. Richte dich auf. Erde deine rechte Ferse. Schieb dein Becken nach rechts. Den linken Arm nach vorne. Und komme hier wieder auf einen Block. Rechte Hand gerne auf die Schulter und öffne dein Herz nach hinten. Atme ein. Wenn du dann magst, den Arm strecken und zieh die Schulterblätter auseinander. Wunderbar. Beuge dein linkes Knie wieder. Richte dich auf. Bringe die Füße in die weite Grätsche. Setz dich. Die Rippen wieder nach innen. Ellenbogen leicht nach hinten. Und strecke wieder, schließe den linken Fuß nach rechts. Komm in die Gebetsposition zurück. Von hier aus einatmen, die Arme nach oben drücken, den linken Fuß fest an den Boden. Neige dich nach rechts. Atme ein, komm zurück. Atme aus nach links und drück den rechten Fuß fest an den Boden hinein. Einatmen zurück. Ausatmen, Arme tief einatmen, einen Schritt zur Seite ausatmen, die Rippen nach innen ziehen. Einatmen, streck dich, linken großen Zeh nach links, rechten Fuß diagonal. Becken schiebt, Arm zieht. Öffne dein Herz. Wenn du magst, strecke die Arme fürs Dreieck. Trikonasana. Beuge dein linkes Knie, hebe die rechte Ferse an, strecke beide Beine, drücke den linken Großzehball in den Boden, zieh die rechte Gesäßhälfte etwas nach hinten, hebe dein Herz an. Und mit dem Ausatmen rechtes Knie zum Boden, die Hände zum Himmel. Atme tief in deine Rippenbögen ein und aus, genieße das Weiten deiner Rippen. Genieße die Dehnung in deinem Hüftbeuger. Und ihr merkt, wir arbeiten nach unten. Das ist der abnehmende Mond. Hände tief. Rechtes Knie heben. Dreh dich nach rechts. Beuge dein linkes Knie. Hebe den rechten großen Zeh senkrecht zum Himmel. Dreh dein Herz ein bisschen nach links. Und wechsle. Vom abnehmenden Mond geht es langsam zum zunehmenden Mond. Komme mittig zurück, recht den großen Zeh heben, kletter mit den Händen nach rechts, linke Ferse heben, linkes Knie zum Boden, die Hände zum Himmel und sinke wieder hinein, atme tief. Lass deine Rippen sich weiten, zieh die Arme hinter die Ohren, genieße diese schöne intensive Dehnung. Und dann die Arme wieder tief. Hebe dein linkes Knie an. Schließe die Schrittgröße ein bisschen. Strecke beide Beine. Rechten Großziehbein in den Boden. Rechtes Sitzbein nach hinten. Spüre, wie die Dehnung hier gleich schöner wird. Brustkorb stolz. Ja. Beuge dein rechtes Knie. Erde deine linke Ferse. Richte dich auf, Becken schiebt nach links, rechter Arm nach vorn, linke Hand gerne auf die Schulter, Dreieck, öffne dein Herz, wenn du magst, strecke die Arme. Beuge wieder, richte dich auf, drehe den Fuß diagonal, weite Grätsche, setze dich, Rippen zentrieren, Göttinnenpose. Wenn du magst, gern mal die Fersen heben. Komme wieder zurück, schließe rechts nach links. Gebetsposition. Namaste. Ich danke euch.